Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns Teil 4 der Phantom Leaf Serie Tarnmustervergleich. Wir haben uns gedacht, wenn wir einen Tarnmustervergleich machen, dann machen wir es richtig. Und wenn wir es richtig machen wollen, müssen wir da so objektiv wie möglich rangehen und so wissenschaftlich wie möglich. Also machen wir es wissenschaftlich. Die verschiedenen Muster, die wir euch gleich zeigen werden, haben, soweit es geht, die gleichen Schnitte. Wir haben natürlich geguckt, dass wir dieselben Uniformtypen haben, also keine Smogs, sondern wirklich Battle-Rest-Uniforms, BDUs, ganz normale Combat-Uniforms, ohne großen Schnickschnack, ohne Kniepolster oder sonstige Geschichten, einfach damit ihr den bestmöglichen Vergleich habt. Natürlich muss man sagen, wir haben auch unterschiedliche Hersteller. Wir haben Leo Köhler, wir haben TrueSpec, wir haben Proper. Also jede Menge Hersteller, die natürlich auch alle nochmal unterschiedlich fertigen und vor allem auch unterschiedliche IR-Materialien verwenden. Das werden wir aber auch später sehen, wenn wir dann in die Nachtaufnahmen gehen. Jetzt gehen wir aber erstmal rüber und schauen uns die Tarnmuster an. Sieben Tarnmuster an der Zahl haben wir für euch zusammengetragen. Hier aufgehängt von links nach rechts, dunkel nach hell. Fangen wir mal ganz außen an. Das wäre einmal Multicam Tropic, ist das dunkelste Tarnmuster in unserem Vergleich, ist ein relativ neues Tarnmuster. Im Vergleich zu Multicam, was hier ganz auf der anderen Seite hängt, sieht man deutlich den Unterschied in der Helligkeit. Flecktarn haben wir mit reingenommen, weil es der Standard der deutschen Bundeswehr ist. Sollte man auf jeden Fall auch einen guten Vergleich dazu haben. Dann haben wir Pencott Green Zone, nicht zu verwechseln mit Wildwood, das ist Pencott Green Zone. Dann haben wir natürlich unser Phantom Leaf Wasp 2 Z3A, einmal Concamo Green, Atex Foliage Green und Multicam. Was man hier auch sehr gut sehen kann, wir haben die Sachen hier aufgehängt. Tarnung ist ja immer, wie man es entwickelt. Wenn ich eine Tarnung habe, die für Bodentarnung entwickelt ist, also sprich im Liegen, ja, ist die Tarnung eine ganz andere, als wenn ich stehe. Deswegen haben wir jetzt gesagt, wir machen jetzt hier einmal das Ganze aufgehängt nebeneinander, dass ihr das schön euch angucken könnt. Und was man hier auch sehr gut sieht, ist, wenn man die Uniform nicht pflegt, also der ungepflegte Soldat ist besser getarnt quasi. Hier bei dem Multicam Tropic sieht man das gut. Schöne Falten, schön zerknittert die Uniform, im Rucksack gelagert. Das gibt nochmal einen zusätzlichen 3D-Tarneffekt durch die Falten. Also sowas ist auch ganz wichtig immer mit zu beachten. Aber ihr wollt ja nicht nur das Zeug hier an der Leine hängen sehen. Wir wollen jetzt einmal das Ganze schön gegenüberstellen, so wie es sich gehört, im Knien, im Stehen, im Wald, auf der Wiese. Einfach mal einen guten Vergleich für euch. Jetzt geht's los. Wie Wasp 2 Z3A bestmöglich funktioniert, haben wir euch ja schon gezeigt. Ihr habt aber einen Vergleich zu anderen Mustern angefragt und hier ist er. Wir haben uns große Mühe gegeben und viel Zeit investiert, die Muster so identisch wie möglich zu positionieren. Um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten, bleiben außer dem Muster alle Variablen wie Haltung, Schnitt der Bekleidung, Jahreszeit, Wetter, Entfernung, Position und Lichtverhältnisse und Kameraeinstellung identisch. Bevor ihr weiterschaut, empfehlen wir euch, das Video auf einem großen Monitor anzusehen und die Auflösung auf 4K zu stellen. Lasst die Aufnahmen auch ruhig mal wirken, indem ihr das Video anhaltet. Abgekniet kann fast jede Tarnung gut funktionieren, da die Sicht durch Vegetation beeinträchtigt wird. Im Stehen wird schon deutlicher, wie die Muster auf 40 Meter wirken. Die Schwarz-Weiß-Aufnahme zeigt euch zusätzlich, wie die Helligkeitswerte des Musters vor dem Hintergrund wirken. Wir gehen auf 10 Meter Distanz und starten mit Multicam Tropic. Dieses Muster ist das dunkelste Tarnmuster unserer Kandidaten und ist für tropische Gegenden konzipiert. Hat also eher satte Grüntöne. Durch das generell dunklere Muster sticht es in der gewählten Umgebung deutlich hervor. Flecktarn ist ebenfalls ein dunkleres Tarnmuster. Flecktarn wurde als Ganzjahresmuster konzipiert und funktioniert besser im Wald als auf der Wiese, wie wir später noch sehen werden. Aufgerichtet zeichnet sich die Silhouette klar vor dem Hintergrund ab. Pencott Green Zone ist ein neueres Mikrotarnmuster. Die Grüntöne sind heller und kräftiger als bei Multicam Tropic oder Flecktarn. Gleichzeitig setzt man hier aber auch auf dunklere Brauntöne, genau wie wir sie hier auf der Wiese vorfinden. Die kräftigeren Farben im Muster wurden anfangs kritisiert, es fügt sich aber gut ein, wie man sieht. Phantom Leaf Wasp 2 Z3A in der gewählten Umgebung und Distanz in den Grüntönen etwas zu hell, die Brauntöne jedoch passen sehr gut in die Umgebung. Abgekniet sieht man gut, wie das Muster die Kontur zerreißt. Schulter und Kopf bleiben natürlich verräterische Merkmale. Bei Concamo passen die Grüntöne und Brauntöne gut ins Bild. Auch abgekniet fügt sich das Muster ein,
auch wenn jetzt die Brauntöne etwas dunkler als die in der Umgebung wirken. Im Stehen ist Concamo hier fast so dunkel wie Flecktarn. ATEX Foliage Green ist eines der hellsten Muster in unserer Testreihe. Sand- und Brauntöne dominieren und sind an den gewählten Stellen etwas zu hell. Abgekniet ist vom Muster nicht sehr viel zu erkennen, es wirkt fast einfarbig. Multicam haben wir als letztes in dieser Umgebung ausgewählt. Das hellere Muster funktioniert auf der Wiese stellenweise recht gut, Licht ist hier ein entscheidender Faktor. Genau deshalb wollen wir die Muster auch im Wald gegenüberstellen, wo wir andere Lichtverhältnisse haben. Multicam Tropic 10 Meter Wald. Liegend wirken die dunklen Farbtöne besser als auf der Wiese, allerdings ist der Grünanteil für dieses Waldstück zu hoch. Abgekniet und stehend ist das Muster erschreckend dunkel und somit rasch aufzuklären. Flecktarn ist hier zu Hause. Das Muster harmoniert fast perfekt mit der Umgebung, wenn man am Boden liegt. Kniend und stehend haben wir allerdings einen ähnlichen Effekt wie bei Multicam Tropic. Weiter geht's mit Pencott Green Zone. In der liegenden Position kommen die Brauntöne gepaart mit dem Grün der Umgebung gut zur Geltung. Abgekniet und im Stehen wirkt das Muster zwar heller als die beiden Vorgänger, aber immer noch etwas zu dunkel für die Entfernung. Wasp 2 Z3A dicht am Boden. An dieser Stelle ist das Muster etwas zu grün im Gesamteindruck. Abgekniet und stehend wirkt das Muster ähnlich wie Pencott Green Zone, auch wenn es etwas heller ist. Mit Concamo haben wir das vierte Muster, das im Nahbereich am Boden auf dem braunen Untergrund funktioniert. Ähnlich wie Green Zone und Wasp 2 harmonieren die Farben mit der Umgebung. Kniend und stehend wirkt es etwas bräunlicher auf dieser Distanz. ATEX Foliage Green ist erstaunlich gut im Nahbereich. Die Sand- und Brauntöne fügen sich fast übergangslos in den Waldboden ein. Kauernd und aufgerichtet fehlt es dem Muster aber etwas an Kontrast. Multicam ist für aride Gebiete konzipiert, die vorherrschend karg und braun sind. Kein Wunder also, fügt es sich im Nahbereich hier relativ gut ein. In der niedrigen Haltung und aufgerichtet allerdings will es vom Muster nicht so recht in die Umgebung passen. Darum wechseln wir auf 40 Meter. Auf dieser Distanz und im Liegen wirken fast alle Muster gleich gut. Durch die verdeckende Vegetation ist die Chance recht hoch, hier mit jedem Muster nicht entdeckt zu werden. Tarnung ist aber vor allem für die Fortbewegung wichtig. Wenn ihr euch nicht millimeterweise kriechend annähert, müsst ihr euch aufrecht fortbewegen. Deshalb für euch noch einmal alle Muster abgekniet und stehend Seite an Seite. Hier seht ihr erschreckend gut, wie dunkel und eintönig einige der Muster wirken. Das wird noch verstärkt durch ein zu gleichmäßiges oder wenig kontrastreiches Muster, wie man es bei Multicam Tropic, Flecktarn, ATEX Foliage Green und Multicam vorfindet. Oft herrscht die Vorstellung, dass dunkle Muster bei Dämmerung und bei Nacht am besten wären. Dass dem nicht so ist, sehen wir bei Multicam Tropic liegend auf 25 Metern. Im Knien und Stehen auch unter diesen Lichtverhältnissen etwas zu dunkel für die Umgebung. Das Muster wirkt fast schwarz auf den Betrachter. Flecktarn ist etwas heller und funktioniert liegend sehr gut. Auch in kauernder Haltung passen die Farben noch zur Umgebung. Nur stehend wirkt das Muster sehr dunkel. Pencott Green Zone fügt sich am Waldboden gut ein. Abgekniet ist es schwer auszumachen und stehend relativ dunkel. Wasp 2 Z3A verschmilzt mit der Umgebung. Die Identifikation der Silhouette wird dadurch erschwert, dass die Kontur der Beine gebrochen wird. Concamo steht in der liegenden Position Green Zone und Z3A in nichts nach. Abgekniet und im Stehen wirkt das Muster etwas kontrastlos. Obwohl ATEX Foliage Green etwas heller ist, passt es am Waldboden noch gut ins Bild. Kniend fehlt es eindeutig an Farbvielfalt und stehend sind die hellen Sandtöne auffällig. Multicam ist bereits am Boden etwas zu hell. Abgekniet ist es etwas besser, jedoch liegen bei diesem Muster die Farben zu dicht beieinander, um die Kontur zu zerreißen. Aber langsam wird es zu dunkel, wir wechseln auf Nachtsicht. Multicam Tropic unter dem Nachtsichtgerät, ohne IR-Aufheller. Erstaunlich ist, dass das Muster sehr dunkel wirkt, mit IR-Strahler aber viel zu hell ist. Flecktarn hingegen funktioniert gut, aber mit Infrarot erscheint es auch relativ hell.
Pencott Green Zone wirkt sehr dunkel. Mit dem IR-Strahler wird es besser, bricht aber wenig die Kontur. Z3A ist sowohl ohne als auch mit IR-Strahler sehr effektiv. Das Material reflektiert kaum, während das Muster die Silhouette bricht. Concamo ist ohne Infrarot gut, aber unter dem Strahler ist das Muster zu homogen und löst deswegen die Kontur nicht auf. ATEX Foliage Green hat uns hier überrascht. Ohne Infrarot ist es sehr dunkel, aber mit dem Strahler verschmilzt es gut mit der Umgebung. Beim Multicam sieht man schön, dass verschiedene Hersteller unterschiedliche IR-Qualität nutzen. Die Jacke reflektiert stark, die Hose dagegen kaum. Ohne IR-Strahler ist es schwer auszumachen. Noch einmal der Vergleich, Seite an Seite, mit und ohne Infrarot. Lasst diese Aufnahme auf euch wirken und haltet das Video ruhig auch einmal an. Das war eine ziemlich interessante Reise, findet ihr nicht? Also ich fand, das waren wirklich einige Aufnahmen dabei, die mich echt haben staunen lassen. Also gerade auch, wo Tarnmuster funktioniert haben, wo sie eigentlich gar nicht funktionieren sollen. Und in die andere Richtung genauso. Natürlich sollte euch immer bewusst sein, wenn ihr euch für ein Tarnmuster entscheidet, dass es überall funktionieren muss. Und ein Tarnmuster, was überall funktioniert, gibt es nicht. Ihr habt es beim Multicam gesehen. Das war das Tarnmuster Multicam. Funktioniert überall, funktioniert natürlich in unseren Wäldern fast gar nicht. Ja, deswegen gibt es jetzt auch Multicam Black und Multicam Tropic und Multicam Arid, also was es alles gibt. Und genau diesen Weg hat natürlich auch Phantom Leaf eingeschlagen mit dem Z3A, Z2 und Z4. Seid ihr schon mal sehr, sehr gut aufgestellt, habt ihr ein sehr, sehr breites Spektrum und könnt vor allem untereinander kombinieren, weil das Muster immer das gleiche ist und das Muster super genial ist. Wir hoffen, euch hat die Zusammenstellung gut gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann lasst uns wissen. Wasp 2, Z3A, Z2 und Z4 bekommt ihr überall da, wo es Phantom Leaf zu kaufen gibt. Der Link ist unten eingeblendet. Wie immer an dieser Stelle, liken, Abo und nicht vergessen, die Glocke zu klicken für neue Videos. Wie ich schon gesagt habe, bei Fragen einfach unten in die Kommentare. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Phantom Leaf Teil oder auch gerne zu anderen Videos, wenn ihr wollt. Bis dann, macht's gut. Bye, bye. Nein, hier ist kein IED-Anschlag gewesen. Wir haben hier nur ein bisschen was für den Tarnmuster gedreht. Und der Herr Sendelbeck, der meint jetzt hier gerade schon wieder... Der Feuerameise! Die brennt! Eine was? Feuerameise. Das ist auch so eine Feuerameise. Da heißt die als Jäger... Paul, geh mal aus dem Bild. Rotes Stickungsvernichtungsgerät. Au, Mann! Wichtig ist, dass man auch auf die Fußtarnung achtet. Kann man die irgendwo enger machen, die Scheiße? Mach mal deinen Oberteil hoch. Ich kann nicht an meinem Bauch runtergucken, der ist zu dick. Ja, toll, du hast den Gürtel an. Das sind doch Knöpfe. Da muss doch irgendwo, ich dachte, das ist die Hosen. Die haben keinen Sinn. Ach, das wird schon gehen. Jetzt bin ich 2 Sekunden. Ah.